Hi Freunde, willkommen zur nächsten Folge. Ja, ich habe jetzt mal durch Zufall ein bisschen gelesen und habe gesehen, wir müssen, um das Quest fertig zu machen können, einen Menschen töten. Mit dem neuen Schwert. Mit diesem Schwert. Es ist aber so, wir haben alle umgebracht. Ja, gell, gell. Aber ich habe auch gelesen, man kann wieder einen wiederbeleben. Vielleicht sehen ja. Der war, glaube ich, nicht so schwer. Mal nur gucken, wie man das machen kann. Okay, wo ist das Veränderung? Eisenerz in Silber oder Silber in Gold? Oh, geil. Illusion? Nee. Zerstörung? Beschwörung. Zombie erwecken. Okay. Oh yeah, er weckt. Ja, geil. Geil. Aschehaufen. Habt ihr das gesehen, Leute? Ja. Jetzt haben wir dem Schwert einen gekillt. Okay, fett. Also. Gehen wir jetzt direkt den Weg dorthin. Aber habt ihr gesehen? Wir können den Tod wiederbeleben. Ist ja geil. Das hat mir jetzt irgendwie doch gefallen. Muss ich ehrlich sagen. Machen wir nochmal. Ich habe keinen Kopf mehr. Okay, gucken jetzt vielleicht. Jetzt noch nicht. Muss es ganz voll sein? Ja, nee, das funktioniert. Aber passt schon. Also Leute, aber ich habe auch noch was anderes gelesen. In diesem Quest. Geil, ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Ich wollte noch mal gucken mit Andorit und Nassil, wie ich die hinkriege. Und dann bin ich doch irgendwie war neugierig und auf das Quest hier gestoßen. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Dann liest man halt weiter. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir das... oh, geil. Immer geil abgeknallt, oder? Da muss ich schon sagen, also Respekt, das war ja super gut. So geil. Okay, wo müssen wir lang? Ich glaube, wir sind sogar schon da, kann das sein? Dass wir schon da sind? Ah, unten ist die Türe. Oh Leute, oh yeah. Also, speichern nochmal und rein da. Das Rebellenlager. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Bin hier mal gespannt, was wir da jetzt machen.
bei diesem Quest überhaupt gewachsen sind. Aber ist das schon. Okay. Naja, gut, hier gibt es ja nicht arg viel zu sehen. Ah, er hat auch die Legende des Roten Adlers gehabt und er hat es soweit geschafft. Auch nicht schlecht, gell? Was hat es ihm gebracht? Nichts hat es ihm gebracht. Schon scheiße. Ja, auf jeden Fall, also wir haben ja jetzt den da getötet. Und... soll ich sagen, jetzt hoffe ich einfach, dass es uns besser geht, was immer da kommen mag. Würde ich mal sagen. Nochmal speichern. Und ab geht's. Oh, hat funktioniert. Na, Elfenschild, ich nehme das Richtige. Oh, fuck, fuck. Ich Vollidiot. Ziemlich ruhig hier, oder? War auch sehr groß. Also, der hat mir jetzt hier gut zugesetzt, muss man schon sagen. Okay. Also, das ist ein bisschen übel jetzt. Was kann man da machen? Keine Ahnung.
Noch so ein Anti-Feuer Regenerator da. Gefangen. Perfekt. Wie? Oh Mann, ey. Okay, Gewetzter. Alter Nord 2 hinter der Verbrennung. Oh yeah. Gut. Das war's, oder? Ey Leute, was für ein Kampf. Oh, trinken wieder. Potions. Tränke brauche ich, brauche alles, brauche ich. Der alte Nordpfeil, da bin ich jetzt dankbar. Weil die machen nämlich 10 Schaden. Oh, am Anfang fand ich die ja noch kacke, aber inzwischen finde ich die nicht mehr kacke. Finde ich die verdammt gut sogar. Genau, und was ich sagen wollte, ich bin im Vergleich zur Folge davor das erste Mal ein paar Meter weggelaufen. Aber nicht viel, keine Sorge. Warte mal zurück. Um den Zombie da zu beleben, das war's schon. Ne, hier gibt's nichts mehr. Okay, aber hier gibt's die fette Schatztruhe, Baby. Schädigtes Buch bringt mir nichts. Kaiserliche Stahlpanzerhandschuhe. Komm, nehmen wir mit. Eisenzweihänder nehme ich mit. Na, nehmen wir ein paar Sachen zum Verkaufen einfach. Stahlschädel kann ich auch verkaufen. Und Streitkolben. Jetzt ist es hier drin. Neue Friedrich. Gold. Gut. Zauberbuchraserei. Stahlstreitkolben. Stab des Schutzgeistes. Okay. Naja. Ist jetzt nicht das allerüberragendste, was ich in meinem Leben jemals hatte. Oh, aber ist doch nicht das schlechteste. Muss man auch sagen. Ich habe nur noch einen von den 10 Bärenpelzen. Wo sind die anderen hin? Keine Ahnung. Oh. Na, auf jeden Fall, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Und wir haben den roten Adler besiegt. Der rote Adler. Oh yeah. Läuft.
würde ich sagen. Können wir jetzt das Schwert wieder mitnehmen eigentlich? Hahaha. Ah, zu schwer, okay. Flug des Roten Adlers. Schaden 22. Elfenschwert auch Schaden 22. Eine Axt schmeißen wir weg. Noch einen Stahlpfeil, super. Komm, der Stahlstreitkolben braucht kein Schwein. Dann gehen wir raus. Ja, Freunde, herzlichen Glückwunsch. Wir haben das Quest mit dem Roten Adler erledigt. Oh ja. Cool. Die alten Bücher haben doch recht. Manchmal. Oh ja. Okay. Aber jetzt würde ich vorschlagen, geben wir das Quest ab, was wir da noch haben. Ah ne, komm. Schreien der Liebenden, da gehen wir noch hin. Na, ich möchte den Zielort. Ja, komm, will ich. Oh je, was sind das für welche? Die Falmer. Es ist aber gerade schon echt richtig dunkel hier. Toll, wie kommen wir da hoch? Blindklippenhöhle, in diese Meer nicht reingegangen. Hier vielleicht. Auch nicht. Was ist das hier? Toll. Was ist das da? Carthwaston. Ne, wir gehen zurück zum Schrein der Liebenden, denn da will ich hin. Das ist das Ziel. Hier kommen wir nicht hoch. Keinen Fall. Hier vielleicht? Nee. Gibt's hier einen Aufstieg? Naja, nicht wirklich, gell? Gibt's eher einen Wasserfall? Oh je. Nee.
Freunde, wie kommen wir da hoch? Auch nicht noch weiter außen rum vielleicht. Was war das? Wacholder. Okay. Dann gehen wir doch mal oben zur Mine und dann einfach weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal, als ich Skyrim gespielt habe, 2011, ja, war das ein ganz anderes Spiel. Echtes Erlebnis und ich war ganz, kann man gar nicht vergleichen, ganz anders. Da kommen wir auch nicht hoch. Zu steil, oder? Oh. Nee, ist zu steil. Scheiße. Scheiße. Und vielleicht? Noch ein Vogelnest, aber lasse ich mal den Vögeln. Muss ja auch mal einer schlüpfen, ja? Wenn ich hier durch ganz das ganze Land hier reise und überall die Eier klau, auch scheiße. Boah, fuck. Schreien der Lieben da oben? Da denkt man nichts Böses. Und dann kommt ein Bär entgegen. Also, sorry, aber. Ein Bär, da gibt es ja nichts Schlimmeres. Wer unter Zeichen dem Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Lieben. Alle Fähigkeiten verbessern sich schneller. Alle? Verbessern sich schneller, ja klar. Kriegerstein entfernt. Liebendenstein aktiviert. Okay, cool. Was war das? Magie, aktive Effekte. Ausdauer verstärken. Liebendenstein. Ja, geil. Alle 15% schneller. Okay. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Das wollten wir ja. Liebendenstein, genau. Und jetzt gehen wir nach Maikat. Ja. Da wollen wir hinreisen. Habt ihr auch gerade gelesen, Uringestein? Nee, gell? Jetzt kennen wir auch dieses Schwert hier. Der Abgeschworene, wie das heißt. Ey, der Bär jetzt gerade mal hin. Muss ich ja ins Hemd, wenn so ein Bär auf einmal kommt. Mhm. Übel. Also, Quest. Nee, nicht sammle. Ja, das hier müssen wir machen. Dann gehen wir da mal hin. Nach lecker Skyrim.
nach Himmelsrand. Hier in Markart befindet ihr euch in der sichersten Stadt. Ist das so? Reach. Da kann ich, glaube ich, hinreisen, ne? Zur Dingmine. Slackwardmine. Ja, reisen. Naja, reisen wir mal dahin. Ja, perfekt. Stimmt, ich habe das ja gar nicht dort angenommen. Ich habe das ja eben an der Slackwardmine angenommen, ja. Habt ihr euch verlaufen? Geht nicht nach Kolskegger. Gatt und ich sind die einzigen Überlebenden. Ihr habt sie verjagt? Ganz allein? Ja. Habt vielen Dank. Wir machen uns sofort wieder an die Arbeit. Hier, das ist für euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. 50 Gold? 750. Ah, geht doch. Gute Mann. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Speichern, gleich gucken, was in der Truhe drin ist. Keiner mehr hier. Oh weh. Okay, habe ich das Eisenerz nämlich auch. Ja, geil. Okay, Leute, läuft, oder? Läuft. Das Quest haben wir gemacht. Und ich hatte mir ja vorgenommen, wenn das erledigt ist, ja, cool zu bleiben, hier nicht weiterzumachen, sondern wieder Quests für die Bruderschaft anzunehmen. Ja, beziehungsweise, ja, die Quest der Bruderschaft zu machen eben. Nämlich einfach in Flussfall dann. Da habe ich ja noch jemanden einzuschüchtern. Oder wie war das? Aber 750 Gold, das ist eine gute Belohnung. Wenn ich mir überlege, die 100 Gold Kopfgeld, die man da kriegt vom Ventus Avenici, kannst du ja voll für den Gulu. Also Achtung. Ja. Bezahlte Schläge. Da, Albor, da ist er. Was auch immer ihr benötigt. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los! Ja, so eine Prügelei anfangen, soll nicht umbringen. Ah, cool, ich hab's doch gar nicht an. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja! 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 Wahre Nord, eben nie klein bei. Ja! Na los, so zäh ist er doch gar nicht. Jetzt reicht es! Ihr wollt zu den Nord gehören? Lasst mich damit nicht davonkommen! Wer hat sich denn das Kämpfen gelernt? Hoch mit den Fäusten! Na los, so zäh ist er doch gar nicht. Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Hab ich. Oh ja. Schön. Ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe.
Ja, ist okay. Dass Alba euch nicht so mit mir reden hört. Sonst steckt er euren... Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für... Ich zeige euch, was ich weiß. Ja, passt schon, passt schon. Okay, alles klar. Dann kehren wir mal zu Falkas zurück. Machen wir gleich. Nach Weißlauf reisen. Tja. Und dann, Leute, ist die Folge auch schon wieder rum. Und wir haben richtig einiges erlebt. Mit Schlägerei, mit allem, was so Spaß macht. Dann würde ich sagen, nächstes Mal geht es an der Stelle weiter. Macht's gut und bis dahin. Ciao.